Wenn du nichts Besseres zu tun hast, als andere Leute Familienwappen wieder auszugraben, dann kann es sich nur um Dredge handeln. Komm zurück. Im Reich des dicken Fisches. Und ich bin immer noch dabei, diese dämlichen Meerale zu finden. Mit, naja, sagen wir mal, eingeschränktem Erfolg. Das sieht doch gut aus. Okay, man muss nur genug meckern, wie immer. So, jetzt sollen wir genug Platz haben, um das ja auch noch zu platzieren. Und den, ja, du Drecksack. Tschüss. Der macht mir schon wieder nicht mein Boot hier kaputt. Oh, fahr doch! Ich bin so dumm. Ich bin einfach nur dumm. Okay, ich weiß. Boah, jetzt ist auch noch der Luxus-Außenbordabwehr kaputt. Boah. Jetzt sag nicht, den... Alter, okay. Hauptsache, der sprengt mir den Aal nicht vom Boot. Einsicht ist ja bekanntermaßen der erste Schritt zur Besserung. Außer... Man macht den gleichen Fehler immer und immer wieder. So, da habe ich, glaube ich, schon mal einen Drunk-Pack. Ja, genau. Mach mich kaputt. Der Steinitz hittert vor die... Verstörende Visionen. Stürmischer Wind, Kleppen und so weiter und so fort. Segel, das sich dreht. Alter, ich... Paranoia. Jetzt muss man in so ein Paranoia-Nebel hier reinfahren. Und ich bin schon wieder langsam. Ich hasse es. Hä? Was ist das denn? Das ist so ein Bauteil. Nice. Ja, Bauforschungs- oder what auch immer Teil. Sehr nice. Nehme ich mit. Okay, da macht es direkt mal wieder Pling. Und, oh, guck mal. Am Fuß der Klippen bricht ein Altar durch die Wellen. Hineingemeißeltes mit dreier krabbenartiger Kreaturen. Okay, ich hätte gesagt die 3 Ks, aber das, ist auch schon wieder verwerflich. Die Größe ist von Felsen. Größte ist von Felsen und seltsamen Formen bedeckt. Dreier krabbenartige Kreaturen. Das kann ja alles sein. Das kann ja wirklich alles sein, okay. Normalerweise ist ja abgebildet, was die haben wollen. Aha. Doch nicht so ganz doof, hä? Okay. Jo, das sind mal 3 Krabben, jo. Dann muss ich das da wohl erstmal ausschmeißen. Oh, da gibt's wieder Kohle. Auch dazu sage ich nicht nein. Wir heben erstmal den einen Ring aus dem Wasser. Boom. Etwas schlüpft im Frachtraum. Ja, cool, der ist jetzt nur infiziert. Das ist richtig geil, weil das jetzt unsere Panik gemacht hat. Das heißt, wir dürfen nämlich schon wieder anfangen. Oh, wieso? Boah. Oh, the pain. Microsoft Paint. Was denn? Ja, cool. Danke. Ich glaube nicht, dass die den haben will. Ja, cool. Der guten Dame müssen wir hier noch, ne? Ach so, hier gibt's doch, hier gibt's wieder viele Krabben, okay. Ja, ja, bla bla. Ich lasse jetzt mal den ganzen Scheiß reparieren. Oder, was ist, wenn wir jetzt das neue Bötchen hier ausrüsten? Ist das dann alles repariert? Form verbessern, Rumpf repariert. Scheiße. Dank des pensionierten Walfängers in Unfällen besitze ich nun einen kleinen Vorrat an Sprengladung. Vorsicht damit. Ja, und ich darf erstmal hier mein ganzes Erspartes wieder rausballern. Für gar nichts. Habe ich denn hier noch im Lager am Platz? Ach, das geht ja mittlerweile wieder. Okay. Dann platziere ich da nochmal die Sachen eben. Für den ist allerdings wirklich kein Platz mehr. Für den letzten Ring. Und ich glaube auch nicht, dass die gute Dame diesen Fisch haben möchte. Oder Aal oder keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh Gott. Keine Ahnung und davon viel. Anfangsstation. Hat er da überhaupt noch? Okay, der. Geil, der verkauft die mir auch für 36. Das heißt, ich kann hier was kaufen oder. Ist der Vorteil mehr? Perfekt. Der ist wunderbar. Ich kann dir zum Dank eine kleine Summe bezahlen. 5 Milliarden Euro. 150. Cool.
Ja, dann lasse ich den mal in Ruhe damit mal. Und Jeremin wäre wieder ein sehr ässliches Exemplar eines Steinfisches. Etwas blass um die Nase, würde ich mal so nachrichten. 9. September 1927. Er weigert sich noch immer, mich an Bord zu lassen, wenn er dort arbeitet. Er ist davon überzeugt, ja, passt, dass ich mich langweilen würde, aber das... Oder dass die schlechten Manieren der Mannschaft... Warte, Alter, vorlesen wieder. Mich schockieren würden. Vielleicht bin ich ja zu anhänglich. Ich weiß, er braucht Zeit für sich, aber ich langweile mich zu Hause so schrecklich, wenn er fort ist. Vor kurzem hat er das Boot mit Bergungsausrüstung ausgestattet. Die Vorstellung, einen Schatz zu heben, ist sicher schrecklich aufregend. Ich muss ihn davon überzeugen, mich mitzunehmen. Okay. Aber ich habe doch einen Schatz zu Hause. So, und dann, ne? Damit redet er sich immer heraus. Ach so, ich könnte noch eine Nachricht finden. Wow. Das ging ja doch relativ schnell. Oh, ey. Gott, ich will dieses gottverdammte Geheimnis hier endlich lüften. Und ich will endlich mal wieder das gottverdammte Boot aufrüsten. Aber der dicke Fisch des Schicksals lässt mich das ja nicht machen. Sack. So. Erstmal. Fischmarkt. Dann Fisch verkaufen. 144. Dann könnte ich mir ja tatsächlich eine von diesen Kisten holen. Ausbeute der 4 Tage. Ja, das nehme ich aber mit. Achso, die hat natürlich wieder nur einen davon. Ja, hervorragend. Ach komm, dann gib mir den auch noch. Scheiß doch drauf. Und jetzt habe ich gerade. Den hätte ich nicht kaufen sollen. Ah, wieso? Okay, komm. Wir möbeln mal das Schiff auf. Tada! Rumpf fortgeschritten. Der Rumpf ist Trumpf. Guck dir mal das Boot an. Yo, nice. Boah, jetzt kann ich hier das ganze Meer mitnehmen. Meer ist immer besser. Mehr ist mehr. Ich, okay, hier gibt's viele Krabben. Tschüss. Na komm, dann holen wir uns hier noch gerade mal eben 1, 2 von den Krabbenkörben. Damit ich hier auch dieses Rätsel lösen kann. Wenn das lieben langen Tages. Ey! So. Cool, wenn die, je nach Paniklevel oder so, die ganzen Sachen immer so ein bisschen umbauen. Also sie steht dann gar nicht mehr hier, sondern irgendwo anders. Oder irgendwie verdreht sich die Karte oder so, das wäre auch richtig geil. Boah, das ist mal Kohle. Zwinker, Zwinker, für so einen zweiten Teil wäre das doch sicherlich richtig cool. Wenn man das so einbauen würde. Hä? Ich will doch einfach nur... Achso. Okay, na gut. So, mit den Sprengladungen können wir uns jetzt erstmal die ganze... Können wir uns auch endlich mal hier durchsprengen. Ein bisschen zurück. Hey, war doch gerade viele. So, hier ist viele. Tschüss. Genau, das ist schon das andere. So. Korb prüfen. Nee. Was ich auch mal machen könnte, wäre in die Mitte zurückzufahren und hier die ganze schönen Kram zu verkaufen. Ich fahre nach oben, Sternbecken, oder ich mache mal hier die Quest von ihr. Wo ist denn der Leuchtturm? Da. Da werde ich mich ja erstmal quer durch die ganze Welt sprengen. Was eben immer noch falsch klingt. Da kommt der große Schuldentreiber. Irgendwann fährt einfach so David Jones hinter dir her.
schießt sich mit seinen beiden Frontkanonen da. Tja, und sonst? Ja. Ich hätte nicht fragen sollen. Nein! Ich will nichts hören. Okay, da. Endleer. Okay, 66 ist gar nicht mal so viel, aber ich habe ja noch ein bisschen. Ja, cool, das war schon. Nice. Ja, hat sich ja fast gelohnt. Wie geht's dem eigentlich? Ich kann nur gehen. Okay, der steht da immer noch. Ich darf erstmal schön wieder das Boot reparieren. Ja, genau, doch wieder vom. Achso, kann ich eigentlich die Strandkrabben hier auch direkt platzieren? Ja, ne? Können die mir verderben? Ja. Shit. Kann ich die Krabben? Achso. Kann ich da eigentlich auch die Krabben, die ich brauche, irgendwo anders finden? Schiffsbauerin, Verschändler, mein Lager. Gab's hier nicht mal mehr? Nee, ne? So, die schreit mich immer noch an. Aber sicher. Nicht zu nass. Schiffsbauerin. Nee, genau, einmal reparieren. Damit die super duper Megaturbine hier einbauen. Wie schnell ist die eigentlich? 7,4. Bah! Turmmodus aktivieren. Nee. Lass es mal ausbauen. Und ins Lager. Ich mich hier. Lohnt sich das eigentlich noch? Keine Ahnung. Ach, egal. Komm, einmal hier so eine Turbine einbauen. Nice. Trockendock. Und einmal. Ja, ich wusste, dass ich hätte mehr davon ausbuddeln sollen. Aber naja. Habe ich das schnellste Boot, wo gibt. Die schnellste Schrottmühle des Bermuda-Dreiecks. Das ist natürlich auch noch gut. Oder Angelplätze. Ja, das kann ich ja schon mal aufholen. Dann habe ich nämlich die ganzen Teile hier aus dem Lager raus. Nach wie vor hier so eine automatische Sortierfunktion, das wäre wirklich Premium, aber nope. Nope, Mac, Nopensen. Vom kleinen der großen Nope-Sänger. Ah, das Sternzeichen des großen Nopes. Das, das Sternzeichen des großen Noobs. Das ist so ein Bild von mir. So, dann kann ich wieder. Es gibt einmal den kleinen Noob und einmal den großen Noob. Die sind dicht beieinander, weil die vom Skill nämlich auch fast gleich sind. Was ist denn. Hä? Habe ich hier nicht irgendwo. Warte mal. Die sind jetzt aber auch neu, oder? Oder gab es die vorher schon? Die Seetornados? Ja, ich weiß nicht, wann anders. So, Tag 3. Da haben wir halt immer noch keine vernünftige Krabbe gefunden. Ups. Ja, erstmal genau das gleiche gehen wie vorher. Ja, komm, sammle ich damit ein. Ich denke gerade, dass ich. Ne? Vielleicht klingt es gerade so, als wäre ich genervt. Das ist aber nicht so. Ich will dir einfach nur. Ich habe langsam keine Geduld mehr. Ich muss wissen, was hier passiert ist. Ich muss wissen, wie ich das lösen kann. Ich
muss Dinge lösen. Das Ausgleich zu den ganzen anderen Problemen, die ich verursache. Oh. Boah, ist das hell. Gott. Ich muss mal die Augen lasern lassen. Nee. Geil, jetzt gibt's diese Krabbe nicht mehr. 5000 Winkelkrabben, aber nicht das, was ich brauche. Ja, das ist irgendwie uncool. Das ist natürlich irgendwie uncool. Na, vielleicht wurde jetzt da drüben die Krabbe da eingefangen. Mal schauen. Zwei kann ich da schon mal hinbringen. Noch damals, als wir hier bei den Sturmklippen waren. Und wieso ist eigentlich... Das Netz schon wieder nicht draußen. Danke. Ah, was haben wir denn hier? Ja. So ein Sharknado. Das war doch gerade hier. Oh, das brauche ich gerade tatsächlich. Ja, doch. Ich wollte mich schon beschweren, dass ich das nicht aufnehmen kann. Stimmt aber gar nicht. Erst wieder rummeckern. Hä, wo war denn jetzt? Wo war denn hier der Schrein? Schreine Priester. Da ist er. So? Wahrscheinlich so, ne? Ja. Sieht auf jeden Fall danach aus. Und dann brauchen wir noch die Bosskrabbe. So, haben die Bosskrabbe. Das Netz eigentlich. Ach so, cool. Au. Ja, ich bin vorbeigefahren, ich weiß. Ungeduldig. So, du wirst jetzt erstmal mit Krabben hier vollgeschmissen. 3 Milliarden Dollar macht das. Sehr schön. So, dann einmal hier hin. Ja, genau, da kommt wieder der spontane Stein. Geil, die Seespinne. Als ob die so ihre eigene Festung mitbringt. Oh, kann natürlich auch sein, dass das die Krabben... Ja, das werden die auch sein, weil da nämlich zwei... ...fehlen. Da muss ich die nämlich wegbringen. Cool. Ja, okay. Dann mach ich das mal eben. Vorher werfe ich hier noch zwei sinnlose... sinnlose Krabben... Hä? Wieso kann ich das denn hier nicht abwerfen? Wieso kann ich denn... Ach, die sind... Ach so, ja, weil die kaputt sind. Ja, okay. Da habe ich mal wieder nicht nachgedacht. Ja, 82, genau. Mhm.
mal gespannt, was jetzt nicht passiert. Ich ziehe erstmal drei Körbe raus. Und ab geht's. Ich hatte immer noch darauf gehofft, dass man hier so ein Flugzeugträger irgendwie sich aufmöbeln kann oder so, aber das ist ja dann doof, wenn man hier nicht durchfahren kann, durch die ganzen Klippen. So eine Kanone wäre mal cool. Ich dachte auch am Anfang hier den Mörser von dem französischen Piloten könnte man noch mitnehmen hier, aber das war da doch nicht ganz richtig. Moment. Genau, so. Viel Spaß. Die drei Krabben zittern. Ihre Beine stehen in seltsamen Winkeln ab. Obwohl schon längst tot, werden sie von einer unsichtbaren Macht gelenkt. Völlig normales Phänomen. Krabben riechen über den Altar und verschwinden in Rissen in Steinen. Plötzlich erspringt der massive Stein in zwei Hälften und enthüllt die darin verborgene Kammer. Rachen der Tiefe. Benötigt Reparatur, natürlich. Pro Tag 6x6. Ein gewaltiger Käfig mit aufklaffendem Schlund. Verschluckt alles, was dumm genug ist, hineinzustalken. Okay, wir haben die Mutter aller Körbe gefunden. Das ist ja sehr, sehr nett. Und ich weiß gerade immer noch nicht, warum ich diesen plus 300% Fischer-Bonus immer noch nicht mitnehme, aber naja. Wenn man auch gut klickt, dann geht das ja auch ganz gut. Ding. Sehr schön. Fischmarkt. Ich meine, den ganzen schönen Kram wieder abliefern. Den können wir so platzieren. Hä? Moment mal. Hä, hatte ich hier nicht mal eine Angel? Oder bin ich gerade doof? Oder beides? Hä? Moment. Momentchen. Ich, Seelenrolle. Ja, das... Hä? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen oder so? Also offensichtlich ja. Aber was? Achso, er zog in die Stadt. Hat der dicke Fisch das gefressen oder meinst du das gerade nur? Vergiss nicht. Genau. Mechanisch. Achso, die konnte ich ja noch gar nicht einsetzen oder so, ne? Nee, das... Hä? Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Hä? Okay, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also, vor allem ich kann jetzt auch als er, dann hat der mir die hydraulische Angelrute einfach mal zerbrezelt. Oder habe ich hier noch einen im Lager? Nee, ne? Doch, hier ist doch eine. Aber die habe ich ja gerade platziert. Vollidiot. So. Okay. Ich habe gar nicht mitbekommen. Gar nicht. Okay. Ja, cool. So, dann haben wir schon mal drei Gegenstände. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das insgesamt waren. Kajüte. Enzyklopädie-Missionen. So, jetzt sind die Statuen. Das ist ja noch oben bei dem Dude. Suche nach Relikten, sammle alle Proben. So, großer Schlüssel. Ich habe... Wenn man dem das bringt, dann bringt das nichts, oder? Ich
Ich hätte das schon mal gemacht. Boah, ey. Die große Verwirrung immer. Na komm. Fahr mal zu ihm hin, schmeiß ihm was vor die Füße und lauf ganz schnell weg. War doch richtig, ne? Ah, fast. Da drüben wohnt er, der Gute. Der Mann mit dem Haus. Immer noch unschlüssig, wie man da auf die Idee kommt. Moment, kann ich jetzt hier wieder zu dem Dude hin? Oder ist er jetzt wirklich RIP? Ich glaube, der ist RIP, ne? Der ist nur noch ein Geripper. Ja. Der jetzt hinter sich. So, einmal hier eure Motion Sickness trainieren. Jo, habt ihr gesehen, wie schnell sich die Sonne aus dem Staub gemacht hat? Es ist Sommer. Doch nicht. So, das Anwesen. Guck mal. Was willst du? Genau, hier Relikte. Du solltest dich in den Marktstätten umhören. Bla 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 bla. Wieso kann ich denn. Marktstadt. Geh rein. Ja, genau, aber. Lager. Ich. Kann ihm das doch nicht bringen. Also. Das müllt doch jetzt eigentlich nur mein Lager zu, oder nicht? Oder bin ich dumm? Bin ich mal wieder dumm. Relikte. Ich soll einige Relikte für ihn aufspüren. Er sagte, ja, dass ihm. Ja, aber. Schiffwrack sind gute Orte, mit der Suche zu beginnen. Einmal nur, wie wir es für mich haben. Genau. Ich finde den Ring im Sternbecken und finde die Armadur in Teufelsgrat. Genau, und den Ring im Sternbecken, das werde ich als nächstes machen und dann werde ich oben die ganzen Sachen noch sprengen, aber... Guck mal, der sagt jetzt, ja, alles was ich dem bringe, ist halt super toll und so weiter und so fort, aber... Ich muss das mithaben, warte mal eben. Nee. Doch, jetzt sagt er, okay, jetzt geht er drauf ein, ich bin einfach nur dumm. Das ist die große Musiktruhe in den Raum, die so schwer ist, dass die Bodendielen unter dir ächzen. Den Sammler scheint das nicht zu kümmern. Er ist ganz auf die Truhe konzentriert. Das Geheimnis. Und das hast du an den Klippen gefunden? Ja. Ah, hervorragend. Er blättert ein paar Seiten in seinem Buch um und murmelt vor sich hin. Ein Lichtblitz blendet dich und du gerätst kurz ins Taumeln. Fähigkeit freigeschaltet. Eile. Hätte ich das mal eher gewusst. Ah, ich weiß doch nicht, dass ich die Sachen im... Ah, wieso? Geh nun, wir müssen noch mehr Relikte finden. Dass ich in den Marktstadt... Ja, ist ja okay. Hättest du mir auch... Ah, Alter. Okay, jetzt darf ich wieder eine Frage stellen. Sehr schön. Die Worte, die du mir vorgelesen hast, was haben sie mit mir gemacht? Das Buch bringt... Nee, das Buch birgt die Macht der Tiefe in sich. Ich habe... Seine Kraft lediglich auf dich erweitert. Gibt es eine Kraft, die dich besonders interessiert? Eile. Die eine Formel ist grausam und wirkt instantan. Ja, cool. Danke, dass ich das jetzt habe. Sie verleiht deinem Boot schreckliche Geschwindigkeit. Die ist sogar noch über lächerliche Geschwindigkeit. Sei jedoch gewarnt. Deine Motoren werden dabei extrem Belastung ausgesetzt. Gibt es noch andere Kräfte? Bla bla bla. Boah, hätte ich das mal eher... Oh, wieso? Weißt du, wem diese Relikte gehörten? Jo. Wem? Er sieht dich an. Für einen Moment flackert so etwas wie Bedauern in seinen Augen auf. Einem alten Freund. Mysteriös. Dann lebst du schon hier. Vor langer Zeit war ich ein Fischer, so wie mein Vater vor mir und sein Vater vor ihm und sein Vater vor ihm. Aber vor 20 Jahren ließ ich mich hier nieder. Ich musste mich auf andere Projekte konzentrieren. Ich bemerkte, dass dieser Insel eine besondere Kraft innewohnt. Diese dunklen Basaltsäulen, die sich weit in die Tiefe erstrecken. Okay. Genau, das weiß ich schon. Ja, cool, dann, ne? Ich denke mal, die anderen Sachen hier nicht vorenthalten. Ja, das sind, ne? Das sind halt so Kleinigkeiten. Wenn du die nicht ausprobierst, dann Pech gehabt.
betritt das Haus des Sammlers. Er steht im hinteren Teil des Zimmers und hält immer noch das silbern purpurne Buch in Händen. Er wirkt ungeduldig. Nun, du hast auch noch etwas für mich, oder? Zeig es mir. Zeig sie! Du gibst ihm den Schlüssel. Das kalte Metall hat in seinen Händen einen seltsamen Glanz. Die Form des Schlüssels, der Bart, der Knopf, irgendwie sehen sie verändert aus. Irgendwie kleiner. War das schon immer so? Das ist alles. Wo ist das Schloss? Der Sammler wird unruhig. Die Teile, nach denen wir gesucht haben, sind wohl weiter fortgetragen worden als angenommen. Sehr viel weiter. In diesem Fall würde ich dir gern helfen. Mach ich mir nicht. Dies sollte künftige Rückreisen ein wenig verkürzen, wenn du erlaubst. Er wählt eines der silbernen... Alter, ich... Boah, das nervt mich jetzt ein bisschen. Sorry. Er wählt eines der silbernen Bänder aus, die aus dem purpurnen Buch hängen und schlägt es auf. Wendet sich in den schwachen Lichtschein und liest es flüsternd vor. Nach ein paar Sekunden fühlst du, wie dein Magen absagt, als würdest du von einer Welle hochgehoben. Er schließt das Buch und wendet sich dir wieder zu. Wahrscheinlich nur das Carbonara-Rezept mit Sahne vorgelesen. Fächerverschaltet Manifestation. Kehre sofort zu... Alter, warum? Ja, boah. Hätte ich das doch mal vorher gewusst. Na egal, meckern hilft jetzt auch nicht. So, ein herausragender Fund. So etwas verlangt nach einem Ehrenplatz in meiner Sammlung. Er wischt mit der Hand über einen zugerümpelten. So ein richtig zerrümpelter Tisch. Staubigen Tisch, in dessen Ecken sich Kerzenwachsreste sammeln. Er platziert die Halskette vor sich auf dem Tisch. Und so nehme ich an, du erwartest jetzt eine Belohnung dafür, hä? Ja. Er öffnet das purpurne Buch. Der Buchrücken knackt hörbar. Vorsichtig wählt er eine Seite aus und beginnt laut vorzulesen. Die Worte klingen gedämpft, als würden sie durch dichten Nebel dringen. Du hast ein Grollen, dann ein Knistern in deinen Ohren. Plötzlich verzerrt sich deine Sicht und in deinen Ohren knallt es. Er schließt das Buch. Wir müssen weitersuchen. Ich habe darüber nachgedacht, wo wir noch fündig werden können. Am Riff beim Sternbecken können sich Fragteile gesammelt haben. Und so weiter. So, jetzt habe ich aber nichts dazu bekommen. Oder... Doch, Bann habe ich bekommen. Hätte ich mal lesen können. Die Bannformel schenkt dir vorübergehend Schutz vor... Naja, eigentlich so ziemlich vor fast allem. Sprichst du sie schnell genug aus, kannst du dich auch damit verteidigen. Wenn der richtige Moment sorgfältig. Je öfter man sie ausspricht, desto besser werden sie verstanden. Gibt es noch andere Kräfte über... Oh. Okay, heißt das, wenn ich die zu oft sage, dann wird auch irgendwas anderes? Eindeutige Geschwindigkeit der Motoren lässt aber auch Panik und Motorentemperatur steigen. Ach, Panik kann ich umgehen. Paniken. Probieren wir das doch einmal aus. Oh, das hätte ich reparieren lassen können. Und ich bin scheinbar an der Alleskönner Luise. Ja. Ach so. Ja, tschüss. Ja! Naja, geht so. Es hat mich nicht gehaut. Gehaut vom Hocker. Vom Hocker gehaut. Hier die. Achso, hier muss ich ja noch so Sachen für die Dudine da. Oder greife ich mich an. Achso, dann haben wir den Leuchtkalmer. Sehr schön. Was brauche ich noch? Meine eigene Geldbörse wieder gefunden. Boah, wenn diese falschen Knöpfe. Kajüte. Enzyklopädie, Missionen. Ja, genau. Missionen. Fange seltene Fische. Achso, ja, das habe ich immer noch nicht gemacht. Helikaner, Riesenfüll, Quastenflosse. Riesentiger-Salmler, okay. Vielleicht was fürs Endgame.
Leuchtkammer, yo, und eine Aurora-Qualle. Die gemeingefährliche Aurora-Qualle. Die ist so heimtückisch, die leuchtet dich weg. Was denn? Oktopus. Mhm. Geheim Stasi-Akten. Mein Gott, gibt's hier auch nochmal irgendwie was anderes außer. Oh. Soll ich hier langfahren? Ach, scheiß drauf. Yo. Oh, oh. Yo. Der hat Bock. Ja, habt ihr auch noch was anderes hier außer Octopus? Ach, da ist die Dingens. Okay, sehr schön. Aber wo muss ich eine davon überfahren oder so? Ja, der hat fast geklappt. Oh. Ups. Sorry. Was ist das denn? Da kannst du die sehr seltenen Tintenfischringe ausbuddeln. Brauche ich dafür diese Angel? Wahrscheinlich, ne? Tja. Oh, oh. Dredge, das nehme ich doch gerne mit. Hier ist das Urlaubsparadies. Diese riesige Kraken, ich will... Ja, danke. Ist auf dem Deck gelandet. Dreiköpfiger Kabel, ja. Ach so. Okay. So, so kommst du auch an Fisch. Interessant. Aha. Na, nee. Jetzt haben die den Leuchtkalmar mitgenommen. Von allen Dingen, die die mitnehmen können, nehmen die den mit. Ja, den brauche ich ja nur zur Erfüllung der Quest, aber das ist ja völlig okay. Ja. Sie könnten ruhig meine Angel hier mitnehmen oder sonst irgendwas. Nee, die nehmen den mit. Ja, klar, sicher. Einfach mal machen. Boah, deswegen sage ich ja, deswegen bräuchte ich so ein Flakgeschütz. Nur für die Viecher. So. Oh. Im flachen Wasser springt ein dünner brauner Hund herum. Von Zeit zu Zeit versucht er, sich einen der kleinen silbrigen Fische zu schnappen. Seine Technik ist wenig effektiv. Geh von Bord. Springst von Bord in das oberschenkeltiefe Wasser. Der Hund unterbricht seine erfolglose Jagd und sieht zu dir hinüber. Schreck den Hund, näher dich langsam, wirf dem Hund ein wenig Fisch zu. Näher dich langsam. Du wartest auf das Ufer zu. Als du näher kommst, weicht der Hund ein wenig zurück. Dann setzt er sich. Ich nähere mich nach wie vor. Und versteckt sich hinter dem Busch. Ein Moment später taucht er wieder auf. Du lockst den Hund mit sanften, ermutigenden Worten. Er nähert sich vorsichtig und bleibt dann knapp außer Reichweite stehen. Das ist der Hund. Er scheint überrascht zu sein und läuft fort. Boah. Ich sehe mir in der Handfläche einige Fischreste an. Der Hund nähert sich zögerlich, beginnt dann aber daran zu schlecken. Streichle den Hund. Du streckst die Hand aus und tätschelst den Hund sanft. Er scheint zu verstehen, dass du keine Bedrohung bist. Okay. Okay, erstmal den Hund kaputt gestreichelt. So, du gehst mal zurück. Während du durchs Wasser wartest, hörst du das Platschen. Oh. Da schon vier Beinen, die das Wasser durchflügen. Jetzt andere ist sich um. Achso. Der Hund steht ein paar Schritte hinter dir. Er hebt fragend den Kopf. Ja, komm mit. Du gehst weiter, jetzt mit dem Hund an deiner Seite. Er wedelt so begeistert mit dem Schwanz, dass das Wasser hinter ihm aufschallt. Jo, können wir jetzt Motor einsetzen?
Als du beim Boot ankommst, siehst du den Hund zu dir an Bord. So, lass mal den hier direkt als Motor platzieren. Gibst den Hund ins Boot. Er sieht sich kurz um, dann rollt er sich zusammen und sieht zu dir hoch. Vielleicht findest du ja ein richtiges Zuhause für ihn. Das ist jetzt ein Bootshund. So, eigentlich wollte ich hier nochmal eben kurz aufsprengen. Unsere Sprengladung, ja, please. Und dann schaue ich nochmal eben, was hier auf uns wartet. Oh, immer wieder so ein besonderes Stück Metall liegen. So. Die kann ich wahrscheinlich auch nochmal sprengen. Will ich aber gar nicht. Achso, ja, komm, mach eine Abkürzung. Riesenvieh jetzt eigentlich weg, oder? Na, ich glaube, das ist immer noch... Boah, das ist... das ist schon... so ein kleines bisschen uncool. So, und das, was auch uncool ist, ist, folgendes.